Na ihr, willkommen zurück zu Rising World. Hier wieder eine Nachvertonungssession. Hab mal wieder im Voraus aufgenommen. Während ich mit Mausi gequatscht hatte. So ein bisschen unterhalten während dem Bauen. Aber ich hatte zuvor hier ausgemessen, wie viele Steine ich noch kloppen musste für belegten Marmorboden. Ja, allerdings, na, das, was ich jetzt hier vorhabe, was man sieht, ist mir noch nicht ganz so gelungen. Es ging nicht auf. Aber seht ihr ja alles im Nachhinein. Also ich habe hier schwarzen Marmor hergestellt und naja, noch einen Holzboden für oben drüber. Ich habe mal hier und da auch ein bisschen rumprobiert, ne? Was so dazugehört. Man sieht's. Hat mir doch so im Nachhinein nicht gefallen. Ja. Wie gesagt, die Aufnahme ist quasi, ne, bei der Privatsession entstanden. Mausi hat gequatscht. Deswegen ist alles, was ihr jetzt da hört, alles neu draufgelegt. Also ihr, naja, sie hat mir quasi bei Discord zugeschaut. Und ich konnte dann währenddessen noch aufnehmen. Ein Wunder, dass mein PC das überhaupt noch packt. Bei meinem Glück immer. Hier musste ich dann noch nachträglich die Ecken rauskloppen. Also das habe ich jetzt zumindest gemacht. Ich habe jetzt nicht so einen extra Raum dafür erstellt. Sondern habe einfach... Ne? ...diesen Kompromiss eingeschlagen. Da die Ecken ausmachen, damit all der Boden da reinging. Das ist halt so eine Sache, so kann doch was vorwärts gehen. Ah ja. Ich bin übrigens froh, dass ich jetzt schon den nächsten Auftrag bekommen habe für Dialoge. Das ist doch nicht allzu vieles gerade. Ich meine, so gern ich das auch mache jetzt gerade. Aber das letzte hat mir echt schon viel abverlangt. Habe ich ziemlich lange festgebissen. Wieder Frosch im Hals. A Frosch. Uiuiui. Knarz, knarz, knarz. Oh, so laut. Habe ich schon das Abmischen verlernt, ha? Gut möglich, dass im Februar, 21. Februar oder was, Fierstaty was raushaut. Mit Sicherheit schon eine Single.
glaube jetzt nicht, dass er jetzt schon ein komplettes Album jetzt wieder raushaut. Der wollte ein sogenanntes Sexy Rock Album raushauen. Allerdings, da gibt's das. Gab's da noch was, was er so im Stream noch so produziert hat? Irgendwas mit Gold Dragon oder so. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall darf man gespannt sein. War da so ein bisschen peinlich hier, Wernebau, dass er. Naja, oh wei, jetzt muss ich das wieder so machen, jetzt mache ich doch so. Aber gut, gehört ja dazu. Aber was rede ich? Lass mal überlegen, was habe ich denn in der Zwischenzeit noch so getrieben? Husten, nein. Husten, wir haben ein Problem. Ah ja, genau. Es war vergangenes Wochenende, lief ja wieder bei LuxLarkLink Multi-World Randomizer. Mit den üblichen Verdächtigen, halt Lina. Meine Frau und ich haben uns, ne, das Komplette reingezogen, das Wochenende. Ja gut, bis auf die ersten 3 Stunden sind wir glaube ich eingepennt. Muss es auch auf dem Freitag sein. Aber welche Zeit eignet sich da besser? Da fing der irgendwann, ne, also LuxLarkLink fing dann irgendwann in der Pause mit seinem Keksspiel da an. Hatte glaube ich Mammut LP auch mal angespielt. Und seitdem hatte ich wieder verstärkt Lust auf Shakes and Fidget. Warum auch immer. Das gibt's keine logische Erklärung für. Aber auf jeden Fall habe ich dann wieder ziemlich Progress gemacht. Naja, wie dem auch sei. Ja, Shakes and Fidget. Ist sowieso. Ewiges Band fast schon. Und wie man gleich sieht, hat es hier schon mal mit den Steinen nicht ausgereicht. Und direkt habe ich dann den nächsten Fehler gemacht. Gut, immer ist man hinterher schlauer. Nee, Shakes and Fidget, das hatte mir damals eine. Da wurde ich herangeführt von, ich sag mal, von einem ehemaligen Ladenchef bei Edeka jetzt. Das war, ja, 2009 tatsächlich. Boah, wie lange ist das hier, ey? Gut, mit dem habe ich jetzt auch keinen Kontakt mehr, aber wie es wieder mal auch sei. 2010 habe ich dann schließlich dann selber angefangen, das zu daddeln. Na, da reichten die Steine jetzt nicht aus. Weiß nicht, ich hatte es da zwischendrin. Ich hatte es nur so, weiß ich nicht, dann gespielt, wann ich konnte. Ich hatte damals noch kein eigenes Internet. Da hatte ich das einfach, ja. Damals in der Maßnahme angefangen irgendwie. Darum auch das Lied auch. Habe ich glaube ich auch im Lied so beschrieben. Bei dem letzten Album von Noctura Northblade. Also beim aktuellen.
Der war, glaube ich, noch. Ja, doch, das. Doch. Nee, doch, klar. Das Lied hieß, heißt aber Portal. Das Portal. Ja, krieg ich's heute noch hin. Oi, oi, oi. Durcheinander, der Kerl mal wieder, hm? Weißt du, kaum fängt das Jahr an, schon geht wieder alles drunter und drüber. Aber gut. Dann habe ich sie nur wieder. Na, als die Maßnahmen nicht war, da hatte ich es halt bei der damaligen Ex gespielt. Nur wieder. Als das nicht war, hatte ich halt nur fast jede Gelegenheit bei einem Kumpel genutzt. Bis dann 2014, weiß ich nicht. Da kam ich endlich mal in den Genuss des eigenen Internets. Bis ich dann Mitte 2014 dann auch erfahren habe, oh, es gibt eine App. Yay! Handy-App dann. Habe ich das auch zwischendrin dann so mal gespielt. Fand ich auch gut, dass man die gar... Ne, dass man schon Crossplay konnte. Aber gut, bei einem Browser-Game sollte das eigentlich auch nicht so schwierig sein. Aber was weiß ich schon. Weiß nicht, zwischendrin, das hat schon Suchtpotenzial. Ich müsste eigentlich viel weiter sein vom Level her. Bin gerade mal 391. Ich müsste eigentlich schon viel weiter sein. Ja. Aber ne, wie gesagt, so lang, ziemlich lange inaktiv. Halt, ich konnte nur dann nur gelegentlich spielen. Ich bin schon geflasht hier, was für Updates da mittlerweile. Ich meine, das war früher nur so ein WoW, so eine Parodie auf WoW. Was jetzt mittlerweile alles dazugekommen ist, hier Diablo, Pokémon, die Stämme sozusagen, so ein Abklatsch mit Unterwelt, weiß ich nicht. Dann sowas wie irgend so Farmspiel wie mit den Keksen, das zum Beispiel, da vergleiche ich jetzt mit diesem Arena Manager. Dann sind da noch, weiß ich nicht, Dungeon-Inhalte. Diverse Mythologien hier, griechisch-nordisch, dann Game of Thrones, Harry Potter, Herr der Ringe, Universum. Also, ach ja, und dann noch, mussten ja die YouTuber und also die Influencer, die mussten natürlich auch, ne? Muss natürlich auch ihren Platz finden. Darunter auch der werte Spieletrend. Österreicher. Was tut das für Sache? Ach nix, ich sag doch nur. So, gleich nicht auf Aggro gehen hier. Oh Mann. Wie ich es natürlich nicht bereue. Wie ich es natürlich bereue, dass ich gerade kein Skyrim aufnehme. Mal abgesehen davon, wegen den neuen Inhalten, dass ich die jetzt nicht so präsentieren kann.
weil Hermann Fegelein hier mich natürlich in sein Reich verschlungen hat. Herr Maius Mora, meine ich damit. Nein, es passieren nur lustige Pannen. Zwei Bären und zwei Trolle waren sich am Bekämpfen. Ja? Die waren halt so beschäftigt, ich setzte auf einmal Eisform ein. Alle vereist und einer der Bären macht hier 1080 Grad Backflip hier. Alter, was haben meine Frau und ich so gelacht, hör mal. Das sah aus. Weißt du, in so Momenten läuft die Aufnahme nicht, ey. Verdammte Hacke. Junge, Junge, Junge. Ach ja. Sonst gibt's eigentlich kaum Neues. Naja, außer halt, ne, ich könnte mich schon wieder über die Menschheit aufregen. Wie immer, ne? Sind ja diese Montagsspaziergänger unterwegs. Sonst nichts Besseres zu tun, oder was? Aber ich habe jetzt auch vor kurzem was gelesen, also ein richtig passender Spruch. Es ist schon, ne, ist mir bisher auch so gar nicht aufgefallen, ne, diejenigen, die sagen, wer in unser Land kommt, hat sich an unsere Regeln zu halten. Und jetzt, wie die, ne, ich sag mal hier die ansässigen Bewohner des Landes, wie die es selber nicht machen, ne? Das ist auch so eine Sache. Und Doppelmoral sind die echt am besten. Ich weiß schon, warum ich mich ja mit allerlei Gesindeln immer abgebe mit Menschen. Ich weiß schon, warum. Also so wird Corona auf jeden Fall vorbeigehen, ne? Musik passt jetzt auch gerade thematisch, ne? Wir sind verloren. Boah, Entschuldigung. Ein bisschen geschlaucht vom Dach. Und das meine ich hier. Ich bin da wieder hier diese paar Marmor am Abbauen, weil ich dann auf eine andere Idee kam, ne? Mache hier noch so ein Treppengeländer hin.
Allerdings aber die Befürchtung, wenn ich so weitermache hier mit dem Schnelldurchlauf, dass ich schon vor 200 mit der Burg, also weit vor 200, mit der Festung fertig werde. Bam, und schon war ein Fehler, ein großer Fehler passiert. Und der Stein ward nie wieder gesehen. Oh nein. Da die Bärenhöhle, hm? Bär!